Hi Leute, ich bin Lina, ich bin 23 Jahre alt und ihr seht mich hier an meinem Arbeitsplatz, denn ich arbeite bei Reha-Med als Physiotherapeutin und habe vorher erst eine Ausbildung gemacht zur Physiotherapeutin. Nach einigen Sportverletzungen in der Jugend habe ich quasi gemerkt, dass Physiotherapie super wichtig ist, um wieder auf die Beine zu kommen und habe mich dann für diesen Beruf entschieden nach einigen Praktika und habe gearbeitet in einer Physiopraxis nach meinem Abitur und da festgestellt, dass ich das auch unbedingt machen muss. Und habe dann letztes Jahr meine Ausbildung fertig gemacht zur Physiotherapeutin und mich noch entschieden, weiter zu studieren in die Richtung Gesundheits- und Sozialmanagement. Da studiere ich jetzt quasi berufsbegleitend an der FOM und arbeite hier als Werkstudentin bei Reha-Med in einer Praxis, bei der ich super zufrieden bin, weil ich ein super dynamisches, junges Team gefunden habe, was mich super reinbringt in den Beruf und immer auf mich aufpasst und ich nette Patienten habe. Und wenn du dich dazu entscheidest und kommunikativ, empathisch bist und Interesse am menschlichen Körper hast, dann würde ich dir das auf jeden Fall empfehlen. Oder eben auch ein berufsbegleitendes Studium, ebenfalls an der FOM, die kann ich nur weiterempfehlen. Also macht euch da mal schlau.